Wir alle kennen die berühmten Serienmörder wie Ted Bundy, Jeffrey Dahmer oder John Wayne Gacy. Aber auch hier in Deutschland gab es eine Menge von schrecklichen Serienmördern. Der gelernte Schlosser und spätere Uhrmacher tötete zwischen 1933 und 1935 vor allem in Mecklenburg-Vorpommern 19 Jungen. Die Ermittlungsbehörden gingen davon aus, dass die tatsächliche Opferzahl weit höher lag und die Mordserie durchaus bis zu 100 Tote gefordert haben könnte. Spekuliert wurde, dass er seine Opfer vergiftete. Eine andere Theorie besagte, dass er seine Opfer in hypnotischen Schlaf versetzte, um sich dann oral an ihnen zu befriedigen. Im Prozess sagte der Gerichtsmediziner aus, Seefeld habe seine Opfer erwürgt und erdrosselt. Er soll selbst im Alter von 12 Jahren von zwei Männern missbraucht worden sein. Seefeld, auch Sandmann oder wegen seines Berufes Onkel Tic-Tac genannt, wurde 1936 hingerichtet. Der Hilfsarbeiter wurde im Oktober 1960 wegen Mordes in 4 Fällen, wegen versuchten Mordes in 12 Fällen, wegen versuchter und vollendeter Notzucht, darüber hinaus wegen mehrfachen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und schweren Diebstahls schuldig gesprochen. Von der Presse wurde der Frauenmörder als Bestie in Menschengestalt oder als Ungeheuer vom Schwarzwald tituliert. Seit 1959 inhaftiert, war er bei seinem Tod der am längsten einsitzende Häftling in der Bundesrepublik. Der Metzgergeselle tötete Anfang der 60er Jahre mindestens 4 Jungen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren in der Umgebung von Langenberg in Nordrhein-Westfalen. Bartsch wurde als Kirmesmörder bekannt, weil er seine Opfer teils auf der Kirmes ansprach und in einen Luftschutzbunker lockte. Hier entkleidete er sie, erschlug oder erwürgte die Kinder und zerstückelte anschließend die Leichen mit einem Messer. Er wurde entdeckt, nachdem sich ein Kind aus dem Bunker hatte befreien können. Zunächst wurde Bartsch zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt, bis der Münchner Strafverteidiger Rolf Bossi eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht durchsetzen konnte. 10 Jahre Jugendhaft und anschließende Unterbringung in einer Heilanstalt. Bartsch starb 1976, weil ein Arzt bei einer von ihm beantragten Kastrations-OP einen Fehler gemacht hatte. Zwischen 1969 und 1971 ermordete der Kochlehrling in Eberswalde mindestens 3 Jungen zwischen 9 und 12 Jahren. 1972 verurteilte ihn das Gericht in Frankfurt wegen mehrfach vollendeten und mehrfach vorbereiteten Mordes sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern zum Tode. Kurz nach dem Urteilsspruch wurde der Häftling durch einen Nachschuss in den Hinterkopf hingerichtet. Die Hinrichtung von Erwin Hagedorn war die letzte Vollstreckung einer zivilen Todesstrafe in der DDR. Im Urteilsspruch hieß es, der Angeklagte hat das Recht verwirkt, in dieser, unserer humanen Gesellschaft zu leben. Er tötete zwischen 1945 und 1947 mindestens 10 Frauen. Er war der Haupttäter einer Mordserie in den Jahren 46 und 47, die vor allem im Zonenrandgebiet im Harz stattfand. Er hatte seinen Opfern gegen Geldzahlung angeboten, sie illegal über die Grenze nach Ost und West zu schleusen. Nach seiner Verhaftung behauptete Pfeil, insgesamt 25 Morde begangen zu haben und damit einen mehr als Fritz Hamann, um sich so als größter Totenmacher überhaupt bezeichnen zu können. Ende 1950 wurden Pfeil und seine beiden Mittäter jeweils wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Rudolf Pfeil erhängte sich 8 Jahre später in seiner Zelle.